Kommt zur Kurve auf der Katata. Huh. So, also herzlich willkommen beim Smalltalk zum Deathstream, der jetzt mal wieder war. Und während Jens hier quasi dann die neue Mission der Kuba-Festung mal macht, die man erst nach Wobby Finn spielen kann. Wenn ich jetzt hier ein bisschen was zu den neuesten Sachen reden, wobei ich sagen muss, also drei Sachen, die sagen wir momentan noch so gar nichts, weil es die Sachen bei uns auf dem PC nämlich noch gar nicht gibt. Übrigens, das Level sieht bisher ziemlich cool aus. Ja. Von Texturen her und also das sieht man schon, dass sie sich da viel Mühe gegeben haben. Nein. Doch. Müssen sie jetzt bei jedem Level machen, ne? Ja. Überarbeiten. Sie müssen, bin ganz einfach übrig. Ja, auch Beleuchtung ist so, sieht cool aus, gell? Ja. Cool, nicht schlecht. Okay, gut. Also genau, und zwar folgendes ist so, dass auf dem PC momentan schon quasi so diese Thematik rund um diesen einen verschlossenen Raum im Schiff quasi jetzt aufgelöst wurde oder beziehungsweise behandelt wird, wo ihr auch, sagen wir mal, ein bisschen mit der Feinde zu tun hat. Und da gibt es jetzt wohl auch dann wieder ein paar Sachen, die damit zu tun haben, wo die Session besprochen wurden. Aber dadurch, dass ich keine Ahnung habe, was da momentan auf dem PC Sache ist und wir das Update noch nicht gekriegt haben, kann ich da gar nichts groß dazu sagen. Deswegen wäre ich jetzt... Und weiß dir wurscht nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber du weißt es ja offenbar auch nicht, oder? Du Scheißer? Ich spiele halt. Ja, also halt die Fresse. Ist der, wo liegt? Ich bin der, wo spielt. So, aber was ich hier auf jeden Fall erzählen kann, ist zwar zu einem, es kommt eine neue Art von Waffenklasse heraus. Das ist eine Sentient Arm Cannon. Die Waffe hat eigentlich den ganzen Armbereich und geht bis runter zu den Füßen im Stehen. Sieht also ziemlich übermächtig aus. So eine ganz neue Klasse von Waffe werden, was auch in puncto Munition sein soll und auch in der Handhabung. Bin mal gespannt, vielleicht ist es wie so eine Art Kamehameha oder so. Wäre auf jeden Fall cool. Oh, ich war so ein Kamehameha. Wäre auf jeden Fall cool. dann haben die kurz den Arm, den Bart Warframe angesprochen. Der heißt Bart Warframe, ne, der hier mit Sounds und so weiter arbeitet. Hässlich Warframe. Der hat wohl ein neues Neon-Color-Schema gekriegt. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn der rauskommt, wie er sich so spielt, ne, und ob damit mal richtig mal die Beats losgehen können. Oh ja. So. Den Frost Deluxe Skin haben sie auch nochmal kurz gezeigt. Sah ziemlich cool aus, muss man sagen. Ziemlich muskulös, ein Boll. Ja, also ist auf jeden Fall, wenn man, sag ich mal, Rhino und Frost nebeneinander stellt, dann merkt man schon, dass sie aus einem Holz geschnitzt sind. Ja. Dream Team. Ja, richtig. Also schon cool gemacht. Sieht fetzig aus, von dem her sind wir mal auf jeden Fall gespannt, wie er dann, sag ich mal, in echtem Spiel aussieht. Ja. So, dann das andere. Nullfeldspasten. Ja, kennt ja jeder. Die werden überarbeitet. Wow. Yay. Kriegen Schwachpunkt. Ja. Und zwar jetzt, oder es wird dann so sein, dass die quasi einen Schwachpunkt haben. Das ist dann wie so eine abfliegende Drohne, die an der Bubble dann mit dranhängt. Zumindest sah das so eine Konzeptzeichnung so aus. Und wenn man dann quasi auf diese Drohne schießt, dann ist das Schild sofort weg. Yay! Fett. Ne? Läuft. So muss das sein. Bin ich mal gespannt, wie das dann auch so aussieht. Ist eigentlich gerade in der Hinsicht cool, weil ich will eigentlich nicht immer eine Sonico oder so mitnehmen. Oder eine vollautomatische Sonstwaffe. Weil die ja meistens schwer sind. Ja. Sondern hätte halt gern, also Marlock habe ich halt früher benutzt, aber aufgrund der Null-Dogger, ja. Wegen dem Einzelschuss, ne? Dum, dum, dum. Das nervt halt irgendwie. Von dem her begrüße ich auf jeden Fall, finde ich cool. War gespannt, wann das auch so, wenn ja, zu uns kommt. Dann, Konsolen-Update haben die auch nochmal angesprochen, und zwar Class Gambit, also der nächste befallene Warframe, soll im Januar zu uns kommen. Die haben jetzt hier angesagt, nächsten 2 Wochen. Mal gucken, ob sie es auch einhalten. Nein. Und außerdem arbeiten sie momentan an einem HDR-Support für die Konsolen. Dazu muss man sagen, HDR funktioniert nur, wenn ihr auch einen HDR-fähigen Fernseher habt. Und das ist in der Regel nur ein 4K-Fernseher. Ja. Hier wird ja gesagt, HDR 4K-fähige Fernseher sind nicht so günstig. Die sind momentan immer noch für um die 800 Euro, wirst du haben. Es geht. Beschissener sind HDR. Ja. Wobei, da gab es jetzt auch schon gute Angebote.
Ich hab doch mein HDR. 4K HDR. Okay, ich hab's HDR nicht gehört. Okay. Mit normaler 4K, den kriegst du vielleicht auch schon 400, 500 oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ist vielleicht kein Top-End-Gerät, aber. 4K. Aber HDR müsste eigentlich schon 800 hinlegen, damit es auch ein entsprechend gutes HDR ist. Weil HDR heißt nämlich auch, dass es einfach auch ein ganz anderes Display-Panel ist, was bessere Farben auflöst. Von so her mal gespannt. Zum Beispiel, du hast zwar einen 4K-Fernseher, der auch. Ja, kein perfektes HDR. Da kann kein HDR richtig. Das kam erst danach. Ja. Hey, wir machen eine Pressekonferenz. Ah, ist HDR, ich starte jetzt voll durch. Schön für euch hier, Wichser. Und wird mein Fernseher. Ah, es werden auch ältere Geräte unterstützt. Meiner? Nein. Fickt euch. Ja, genau. So sieht's aus. Okay, dann, was haben die hier noch drinstehen? Genau, die arbeiten noch momentan an den Valkyr Prime Trailer. Cinematic Trailer soll wohl auch dann im Januar dann veröffentlicht werden. Dann sieht man mal, wie sie so vorgestellt wird. Ja, beschissen. So, was haben wir hier? Genau. Die haben ein paar Bilder gezeigt von der Erde. Schick, schick. Es ist nicht mehr der hässlichste Planet. Richtig. Das Kreisset wird schon deutlich überarbeitet. Und. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gut aussieht, aber von der Qualität her sieht es schon wie die Kuba-Festung aus. Also da haben die sich schon nochmal deutlich Mühe gegeben. Ja. Auch mit richtigem Gras und so weiter. Nicht das zum Rauchen natürlich. Und was sagst du? Kommt bald ein Weed-Frame. Wäre doch mal was, oder? Da muss ich immer eine rauchen, bevor du einen kriegst. Oder die anderen Hai. Soll ich es mal vorschlagen? Ah, der Weed-Frame. Ja, wenn du dem Wurf ein paar Titten machst, wird er bestimmt gebaut. Wahrscheinlich, ja. So, dann, und zwar gibt es da noch ein paar Bosse, die noch ausstehen in der Überarbeitung. Es fehlen eigentlich insgesamt bloß noch 3 Stück. Momentan ist es noch Ambulas, das ist der von Pluto, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Die sind alle ein Witz. Nef Anjo und Ford. Ford? Mit dem Kopf schwarz. Eigentlich steht Ford, aber das ist doch Forrit, heißt er doch, oder? Ist das nicht der bei Attentat Befallene, dieses rote Kackviech da in der Mitte? Ich glaube. Ja. Also die 3 werden noch bearbeitet und dann sind alle Endgegner überarbeitet. Cool. Ja, bin ich mal gespannt. Weil, ja, also wer ganz früh Wochen gespielt hat, der weiß, dass die Endgegner lachhaft waren. Früher waren sie zum Kotzen. Naja, also am Anfang. Gut, am Anfang, ja klar. Da hab ich gedacht, klar. Ich weiß, 3/4 Stunde dann im Boss rumgeschossen und am Schluss hat er zum Trotzen alle verreckt. Saugas Ruck war das. Ja. Jetzt läuft rein, 4-5 Tonkerschuss. Ich weiß ja, damals bis mit 4 Personen oder so und alle waren Low-Level eigentlich. Sind sie da rangestanden, haben draufgeschossen, geschnetzelt, was weiß ich. Ja, schön ausgerastet und dann. Und dann ist der festgebackt und dann hat es ausgesehen, wie man doch gewinnt. Und dann die letzten paar Minuten verreckst noch, hab ich gedacht, oh, fick das. Und jetzt heutzutage, keine Ahnung, schießt ganz wieder Tonko drauf und wartest einfach, bis du tot bist. Naja, okay, gut, also das war das. Die haben wieder eine neue Tenorcon für dieses Jahr angekündigt, am 8. Juli. Also wer auch zufällig dann wahrscheinlich wieder in Kanada ist, der kann da gerne hingehen. Ich kaufe mir extra ein Ticket dafür. Kanadier, glaub. So, was haben wir hier? Eine Charakterentwicklung mit lore-relevanten Drops. Similar to Cephalon Fragments. Bin mal gespannt. Dieses Jahr steht dann auch wieder ein neues Jubiläum an, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist dann das 4. Jahr Warframe, oder? Auf den Konsolen. Glaub. Gibt es auch wieder neue Dex-Items. Und ganz, ganz wichtig, aber wahrscheinlich noch in sehr weiter Ferne, Damage 3.0. Hey, wir haben eine Tonka, die machen wir jetzt bloß noch halb so stark. Ja. Warum? Weil wir es können. Ja, also das war jetzt einfach bloß blöd rausgeschätzt von Jens. Also wir wissen natürlich noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Die haben nur gesagt, dass es einfach auch gegenabhängiger werden soll. Aber in welche Richtung kann ich mir momentan noch echt gar nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mega Frustration. Ob es vielleicht einfach im Prinzip einfacher wird. Mal so als Beispiel Destiny zum Beispiel, dann durch Gegner, die haben eine lilane Aura, dann brauchst du den leeren Laden. Also so gegnerspezifisch. Haben die dann blauen, dann brauchst du den Arctus und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so auch in diese Richtung geht. Dass sie halt verstärkt sind, also du kriegst du trotzdem auch mit der normalen, aber es dauert. Ja, genau. Also ich denke, so wird es vielleicht eher in die Richtung gehen, weil das ist erstens einfacher, wenn du dann sagst,
Gut, normale Gegner ist egal, sag ich jetzt mal, aber sobald die dann verstärkt sind, was hier die Eximus-Gegner wären, sobald die eine bestimmte Aura haben, ist die Waffe besser. Oder die da. Würde sich dann auch dementsprechend anbieten, weil du dann sagst, gut, ich nehme 3 Waffen mit und jede davon hat einen Schadenstyp. So. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Aber ich vermute schon, dass es dann in die Richtung geht, weil mit den ganzen Strahlung, Feuer, Kälte, da hat man so viele Dinger und ein paar davon braucht man gar nicht. Ja. Ich will nicht sagen, es sieht fett aus, aber es sieht fett aus. Ja, vielleicht möchte er dann noch, dass so die 3 Dinge. Achso, nee, du bist einfach nicht rein. Nein, ich bin einfach besorgt, weil es. Wieso renn doch rein? Weil es cool aussieht, ne? Bleib jetzt hier. Guck ganz stark zu. Shit. Steine flitschen. Ding, 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 ding. Golf. Okay, gut. Also dann auf jeden Fall, das war's soweit. Vielen Dank, dass ihr da zugeschaut habt. Ich hoffe, ich habe diesmal nicht zu schnell geredet. Und falls doch, dann einfach wieder unter die Kommentare haten. Ja, hey Arschloch, sprich so schnell, auf die Fresse. Warum beleidigst du mich jetzt? Was so? Weil ich kann. Du Arsch. Also dann auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal. The Film, The War.